Das Parlament hat heute Morgen über eine totale Revision von der Kantonsfassung debattiert, hat zu dem ja gesagt, schlussendlich in der Eintretensdebatte. Ihr seid da dagegen von der SVP. Warum? Weil die SVP ist der Meinung, dass eine totale Revision zurzeit nicht notwendig ist. Ein sehr grosser Teil von unserer Verfassung ist erst gerade in den 90er Jahren revidiert worden. Und es ist in unserer Verfassung beschränkt sich auf das Wesentliche. Es ist gar nicht notwendig, dass man da noch sehr viele weitere Regulierungen und Gesetze einbringt. Die Befürworter sagen ja da viele fundamentale Sachen, wie die Gleichstellung von Mann und Frau. Gleichzeitig haben wir in der Verfassung noch Sachen drin, von einer Fehversicherung. Ist das nicht ein bisschen eine veraltete Verfassung? Die ist 110-jährige. Die jetzige Verfassung untersteht auch der Bundesverfassung. Das heisst zum Beispiel, die Gleichstellung von Mann und Frau ist in der Bundesverfassung geregelt. Die ist dadurch auch garantiert im Kanton und ist für uns verpflichtend und bindend. Wenn wir das in der Verfassung nochmal drinschreiben, dann wird das eine formale Sache sein, dann hat das einen symbolischen Gehalt, aber der materielle Wert ist in der Bundesverfassung bereits gegeben. Nachher ist euer Thema Verfassungsrat, da seid ihr euch dagegen, wie ihr sagt, weiterhin Teilrevisionen machen, oder? Ja, ich denke, für die Änderungen, die jetzt anstehen, würde die Teilrevisionen länger. Eine weitere Möglichkeit ist, Sachen auf dem Gesetzesweg zu verändern. Also unsere Verfassung ist da, lässt da viel Offenheit, also viel Flexibilität und Freiräume für Sachen auf Gesetzesebene zu ändern. Der Grossteil vom Parlament hat es ja anders gesehen, als ihr von der SVP Ober- und Unterwallis. Warum habt ihr das Gefühl, will der Grossteil so eine totale Revision machen und ihr eigentlich nicht? Viele sagen, die Verfassung sei alt oder es müsse neue Sachen dazu gebracht werden und neue Sachen neu regeln. Ich denke, wenn man die Verfassung anschaut, wie sie in der jetzigen Form ist, ein sehr grosser Teil wird unumstritten sein. Wie unsere Institutionen und Behörden geregelt sind, das funktioniert gut. Da ist keine grosse Notwendigkeit, etwas zu ändern. Die aktuellen Gesetze, die wir haben, die sind innerhalb von unserer Kantonsverfassung auch zustande gekommen. Da hat es auch keine Probleme gegeben. Und sehr vieles ist nach wie vor in der Bundesverfassung geregelt, wo es gar keine Notwendigkeit gibt, dass wir das auch noch in der Kantonsverfassung regeln. Habt ihr das Gefühl, dass alles so ein bisschen ideologisch aufgeladen ist, dass man da eigentlich politische Sachen will dritte und das so um Deckmantel sagt, ja, es bräuchte jetzt eine Verfassungsreform, weil es veraltet ist? Ja, ich glaube, die Jahrzahl 1907, die tut gibt viele den Eindruck, das ist wirklich eine alte Sache. Und ihr habt vorhin den Artikel Viehversicherung erwähnt. Ich glaube, das ist der einzige Artikel, der mir aufgefallen ist, der mich erstaunt hat. Alle anderen bin ich zum Teil erstaunt, wie gut verständlich die sind, wenn sie nicht im Originalton sind. Also es sind ja circa zwei Drittel sind verändert worden, aber die Artikel, die noch im Originalton sind, die sind in unserer Sprache eigentlich sehr gut verständlich, wirken nicht alt. Schlussendlich wird das Stimmvolk am 4. März darüber abstimmen. Was habt ihr das Gefühl, was wird da rauskommen? Ja, ich bin gespannt darauf, wie das Volk darauf reagieren wird, weil was ich häufig höre, ist, man will nicht noch mehr Regulierungen, nicht noch mehr Gesetze, nicht noch mehr Vorschriften. Wenn da im Eifer eine neue Verfassung gemacht wird, dann besteht einfach auch die Gefahr, dass halt wieder neue Sachen reguliert werden, dass wieder neue Gesetze werden, dass wieder neue Lasten am Bürger aufgeladen werden.